Ihr könnt heute live sehen, wie ich wirklich auch mal einem Gastronom Gänsehaut bereiten konnte, im positiven Sinne. Und das hat mich sehr gefreut. Das war ein richtig, richtig schöner Moment auch für mich. Also viel Spaß im Video. Scheiße. Das ist ein Video, das würde ich normalerweise auf den Zweitkanal bringen. Einfach, weil es nicht so der Standard-Content ist. Lasst es mich unbedingt wissen, wenn ihr das feiert oder nicht feiert, in den Kommentaren. Lasst auch gerne den Daumen richtig scheppern, wenn ihr sagt, ich will sowas auch öfter auf dem Erstkanal sehen. Würde ich gerne bringen, einfach um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Lasst es mich wissen, ich richte mich nach euch. Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video aus Hamburg. Mal wieder beim Alster Einkaufszentrum. Ich möchte euch heute was zeigen, wo ich einfach Bock drauf hatte, weil ich dachte, das finde ich cool. Und das will ich mal testen, ob das geil ist. Und zwar haben wir einen Fleischer. Aber nicht irgendeinen Fleischer, sondern, guckt mal das Feeling, zieht euch das rein. Ihr geht zum Fleischer, seht, oh, geiles Fleisch, oh, sieht das geil aus, geile Marmorierung und. Aber ihr könnt es dort direkt zubereiten lassen. Das ist ein Fleischer mit Gastro-Konzept und ihr könnt quasi das, was ihr seht und was euch anlacht, könnt ihr direkt zubereiten lassen. Ich würde jetzt mal sagen, egal was, nehme ich mal jetzt voraus, gucken wir, ob das stimmt. Ja, und dann direkt dort vor Ort verköstigen. Und das will ich jetzt auch machen, ich zeige euch das. Ich habe es nur im kurzen Short-Video gesehen oder sowas, aber wir werden uns das jetzt live direkt mal anschauen. Damit ihr euch mal reinzieht, wie dumm ich manchmal bin. Ich dachte eben, so was ich gerade eigentlich sagen wollte, war, oh, ich zeig euch mal hier den Parkplatz. Und dann denke ich danach, als hätte noch nie jemand einen Parkplatz gesehen. Aber ja, so läuft das. Wir gehen direkt mal rein. Ich hab erstmal, das war nur ein Ausgang oder so. Ich habe gefühlt erstmal die Tür hier kaputt. Guck mal, was passiert hier. Okay, geht. Die knallt auch von der Seite. Ich dachte, ich habe die Tür kaputt gemacht. So, jetzt sind wir hier. Ich muss ankündigen, muss erstmal auf Toilette. Und dann suchen wir den Fleischer hier. Also an die Hamburger. Ich weiß nicht, ob ich das noch richtig in Erinnerung habe. Deshalb korrigiert mich gerne. Ich glaube, Alster Einkaufszentrum, das ist so ein Nobel-Einkaufszentrum auch. Also, ich sag mal, ich glaube, hier ist die Kaufkraft ziemlich hoch in der Gegend. Und hier ist, glaube ich, so viel Luxuskram auch. Und was Gastro angeht, dementsprechend auch so eher in die Richtung. Wir gucken mal uns gleich den Fleischer an. Vielleicht bestätigt sich da ja scheiß drauf. Wisst, was ich meine. Meine Annahme. Das werde ich nicht filmen, aber auch die Toiletten sehr gehoben. Fischi-Mischi. Das muss ich euch auch noch mal zeigen. Ne? Das sehe ich irgendwie in jedem so einem Kaufhaus gefühlt. Das finde ich mal sehr lecker. Oh, so Schokoladen. Und jedes Mal sehe ich das, die Florentina. Keine Angst, ich mache nur ein bisschen Werbung für euch hier. Ja, wirklich. Hier, da habe ich gesagt, dass ich immer, wenn ich hier vorbeigehe, dann sehe ich die Schokolade und habe da Bock drauf. Ich esse hier gleich beim Fleischer direkt. Hier ist irgendwo ein Fleischer drin. Da soll so ein Gastro-Konzept mit drin sein. Ja, und da wollte ich mal eben testen. Und dann komme ich dann vielleicht noch mal hier drauf zurück. Warst du mal im Radstift bei John's Burgers? War ich auch, ja. Aber den gibt es nicht mehr, ne? Nein, ich war der Küchenchef davon. Du, ehrlich? Ach geil, da kennt man sich ja schon. Aus Johns Burger, der ehemalige Küchenchef. Ne? Und der Burger war auch wirklich gut. Ich kann mich immer noch an euren Bacon erinnern. Euer Bacon war echt wild. War leider dicht gemacht jetzt, ne? Leider. Aha. Cool, vielleicht nehme ich hier nachher noch was mit. Dann danke euch erstmal. Schönen Tag noch. Ciao, ciao. So klein ist die Welt. Meine Herr, ich mache hier eine Essenstour durchs Einkaufszentrum. Ich glaube, der hat keinen Bock auf mich. Da ist das, Metzgers. Da vorne, ich habe ihn gesichtet. Okay, also ich habe hier den Filialleiter, den habe ich direkt am Start. Und ich habe hier schon gesehen, sieht mächtig aus. Aber er sagt auch schon, der ist ordentlich leer gegriffen. Er hat das heute auch nicht hier vorbereitet, sonst sieht es noch heftiger aus. Aber ich finde das schon gut. Also das, wie heißt du? Ich bin Falk, hallo. Falk, ist das hier schon wieder Kobe-Beef oder sowas Wildes? Das ist Wagyu-Rind und... Ja. Original Japan, genau. Original Japan? Ist 5 plus. Oh, das sieht aber heftig aus, sag ich dir ehrlich, Falk. Habt ihr immer sowas Wildes hier? Immer und noch viel besser. Was würde jetzt in dem Fall dieses Ding kosten? 500 Gramm. Ich denke, du bist bei 170 Euro. 170 Euro? Ja, 166, 93, so weit. Oh, Scheiße. Falk, wie soll ich das denn probieren? Da werde ich arm denn dabei. Ja, dann müssen die Klicks laufen. Ja, das ist echt so. Verdammt, die Blöße kann ich mir ja nicht geben. Kann ich jetzt sagen, das möchte ich jetzt hier probieren direkt? Du könntest das hier sogar probieren. Ja? Ja. Dann nehme ich das, aber ich nehme noch auch noch was anderes. Ich nehme, oh, Scheiße. Also ich kann hier mir das jetzt angucken und dann kann ich sagen, Falk, mach mir das fertig. Definitiv. Wir machen richtig heftige Runden heute, Falk. Oh, ich drehe durch. Wir nehmen auf jeden Fall erstmal Filet, dann nehme ich zumindest eine Frikadelle und dann nehme ich auch noch mal das 170 Euro Teil. Ja, dann wollen wir dir mal ein Stück Filet hier zuschauen. Ja, gerne. Für euch vorab schon mal einen kleinen Anblick vom Tresen und dann zeige ich euch das hier direkt. So, und jetzt zeige ich euch den Anschnitt vom Filet.
Man muss an der Stelle sagen, Falk rechnet vorher schon mal ab, weil ich nicht den Eindruck mache, dass ich das bezahle danach. Ah, alles automatisch sogar. Das kriegt ihr von oben und unten gleichzeitig. Gleichzeitig, genau. Ah, krass. Aber ich sag dir ehrlich, ne, ich habe mir mal einen Burger so machen lassen. Das ist kein Vergleich gewesen zu Pfanne. Aber ist was anderes bei Steak? Gusspfanne ist natürlich immer geiler, ne, weil du dann die Kontrolle über das Ganze hast, kriegst mehr Hitze drauf. Ja. Ne? Aber so ist natürlich für einen Gastronombereich hier ziemlich sinnvoll. Ja. Ne? Man muss das ja irgendwie auch massentauglich machen für die ganzen anderen hier, ne? Genau. Jetzt werden wir das Ganze noch ein bisschen mit einer Steak Grind Age Butter verfeinern. Oh, geil. Ist auch aus Eigenmarke. Mach dir selber, stell dir selber her. Wir machen eigentlich fast so gut wie alles selber bei uns hier bei Metzger. Burger haben wir auch. Die Runde 2 muss ich Burger nehmen, Frikadelle nehme ich mit. Wir lassen es gleich noch mal kurz eine Sekunde stehen. Soll man noch mal ruhen lassen, ne? Genau. Soll man das nicht machen, wenn das doch geschlossen ist? Normalerweise schon. Hast verscheppert jetzt, ne? War mir aber auch gar nicht so wichtig, weil es sowieso saftig ohne Ende ist. Sehr schön. Im Großen und Ganzen ist das nicht allzu wild, ne? Mhm. Wir machen Folgendes. Frikadelle essen wir auch, aber wir nehmen den Burger als zweite Runde und dann kommt das Veggie. Den Burger können wir uns nicht entgehen lassen, das ist natürlich logisch hier bei mir. Hier geht's dann los für mich. Ja, dann lege ich mal los, Falk. Danke dir erstmal. Sehr ne? gerne. Ja. Entschuldigt die Geräuschkulisse, anders geht's hier leider nicht. Filet sind wir jetzt immer mehr im Game drin. Also eins kann ich schon mal sagen, das wird wahrscheinlich die Butter sein, die sie dir drauf spielen, die Veggie-Butter. Ich habe es zufälligerweise gerade woanders gegessen, aber im ganz anderen Gericht. Da habe ich nichts von dieser Butter gemerkt, das war auch Veggie-Butter. Und hier ist die wild, hier ist die wild. Du merkst wirklich ganz butteriges Feeling. Ist auch wirklich schmelzend zart. Das ist schon sehr rare, würde ich jetzt mal sagen. Das ist jetzt ein bisschen mehr durch, mir schon gewünscht, aber so geht es in Ordnung. Ich gehe das jetzt nicht so eng. Da haben wir auch vorher nicht drüber gesprochen, ne? Guck da, ich halt auch mal die Kruste an. Ich muss ja auch noch dazu sagen, für ein Filet habe ich schon, glaube ich, nicht die perfekte Dicke gewählt. Wäre ein bisschen dicker, noch ratsamer. Schöner Pfeffer, schon ein geiles Gesamtfilet. Also ich würde mal ganz pauschal sagen, 8 von 10 Punkten gibt es von mir. Wenn du gerade richtig Bock hast auf Filet, gehst hier durch, überlegst dir, soll ich jetzt unbedingt noch ins Restaurant oder hier, kann man sehr gut hier machen. Ich bin gerade immer mehr in diesem Filet-Game und Steak-Game drin. Meine Paradedisziplin ist eher so im Fastfood-Bereich, aber ich habe viele Filets auch gerade gegessen. Ich habe gerade noch gesagt, überraschend stark. Kann ich nur jedem raten, wenn man hier längs geht, es lohnt sich hier reinzugehen. Beim Burger werdet ihr schwerer haben, mich zu überzeugen. Oh, da bin ich mir fast gar nicht so sicher. Im Großen und Ganzen haben wir einen sehr gut ankommenden Burger, den selbst ich sehr gerne esse. Ja? Ja, und ich bin nicht so der Fastfood-Fan. Das Fleisch machen wir selber aus dem Rindernacken. Aus dem Rindernacken. Mit dem ordentlichen Fettanteil von 30-35%. Boah, das ist viel, ja. Damit das nämlich auch wirklich geil, ein geiles Ding. Ja, ist halt, das gehört dazu. Ja. Und du hast natürlich dann halt den unvergleichlichen Geschmack der Röstaromen durch den Garlandgrill, ne? Der mit der Flecke hoch und runter. Oh, da, wie gesagt, da habe ich letztens gerade einen gegessen, der hatte mich enttäuscht. Aber ich gehe den Test ein, aber nur für dich wirklich nochmal. In Deutschland würde ich behaupten, gibt es keinen, der so viele Burger in Deutschland probiert hat, so viel Hochkaräter. Ja. Der Rest geht hier an die Jungs. Lasst es euch schmecken, ihr Lieben, ne? Oh, da ist schon mal ein Exemplar hier, was ihr fertiggestellt habt quasi. Aber das Bun sieht auch stark. Was habt ihr für ein Bun? Habt ihr vom Bäcker? Das ist er. Macht ein portugiesischer Bäcker für uns jeden Tag frisch. Also wir kriegen sie jeden Tag frisch angeliefert. Oh, die sehen schon wild aus. Schau dir mal diese Baguette-Brötchen an. Ich meine, die sind schon verdammt stark. Es ist ein Traum, ne? Ist einfach nur lecker. Ah, es ist wild. Die sehen gut aus, Falk, Mann. Ja, ja, dann nimm ich da einen von direkt. Den machen wir dir jetzt fertig. Okay, geil. Ich habe ein Problem jetzt, Falk. Jetzt sehe ich auch noch das Philly Cheese Steak. Ich habe auch noch gerade Philly Cheese Battle am Laufen hier. Ja. Oh, wir müssen die Frikadelle können wir noch mal rausnehmen, ne? Die können wir alles rausnehmen. Oh, alles scheiße, ja. Dann nehmen wir auch noch Philly Cheese Steak, Leute. Das geht nicht anders. Müssen wir eigentlich das ist hier übrigens der Baller überhaupt. Echt? Der rennt hier wie Sau. Was für ein Käse nehmt ihr darauf? Wir nehmen Mozzarella Mix. Oh, das ist gut. Das ist gut, weil ich bin nicht so der Fan von diesen Scheibenkäse, diesen Schablettenkäse darauf. Das passt doch gar nicht zusammen. Nee. So. Nimm mir das auch nicht. Ich habe das eben gesehen. Das sah schon wild aus. Und das Baguette ist auch geil. Das hat eine leichte Lauge, ne? Richtig, genau. Genau. Okay. Richtig. Ja, gut. Dann nimm mir das auch noch. Scheiß drauf, Leute. Für euch heute eine Runde mehr noch. Bei Holle geht noch was rein. Ja, schlank bist du. Ja, ja. Tier. Wenn ihr mal Bock habt, einfach auf eine schöne Wurst, ne, Falk? Jo. Dann sind wir bei dir an der richtigen Adresse hier. Sieht so aus. Ja, hier gibt es eine richtige Männerwurst.
Da ist er, Leute, da ist er. Rein geht's in Runde 2. Es ist nicht einfach nur ein Burger, es ist nicht einfach nur ein Stück Fleisch, es sind etliche Dinge, die jetzt schief gehen können. Darf man niemals vergessen. Ich muss eins hier mal offiziell sagen, man darf nicht die Bedeutung an Salzgehalt in jedem Essen unterschätzen. Es gibt kaum was, was ein Essen so sehr versauen oder so sehr bereichern kann wie Salz. Nimmst du zu wenig, kannst du knicken. Nimmst du ein bisschen zu viel, bist du am Arsch. Da den genauen Weg zu finden, ist super. Das haben sie hier gefunden. Das ist so ein leichtes Prickeln, aber richtig angenehm, aber dennoch penetrant. Liegt auch am Salz. Gibt wirklich auch gute Salze, wie so ein schönes Chardonnay oder so, jetzt für den Burger vielleicht nicht, was einfach ein anderes Mundgefühl verschafft und auch ein anderes Feeling fürs Essen dann dementsprechend. Wenn man dann so ein schönes Himalaya-Salz hat und nicht klassisches Natriumchlorid-Salz, ist das eine andere Wirkung für den Gaumen. Eindeutig. Für euch aber noch das Feeling von diesem Zuklappgrill ist keine gute Wahl. Du merkst, das Fleisch ist dadurch härter. Es ist nicht so schlimm wie einmal, als ich das beim anderen Kollegen probiert habe, da ging es, war es wirklich ungenießbar. Das ist immer noch ein leckerer Burger, wirklich ein leckerer Burger, aber deutlicher Nachteil. Mundgefühl vom Fleisch einfach härter, nicht mehr so weich, nicht gut. Schön kommt der Senf rein. Das ist ein klasse Burger, wenn die das Patty anders machen. Interessant auch das Feeling vom Brot. Das machen sie von außen auch kross. Und die Art vom Brot gibt es irgendwie her, dass es so ein leichtes Brötchen-Feeling hat. Wie normales Brötchen beim Bäcker. Ist immer die Frage, was man möchte. Und das ist immer was anderes. Man isst so viele gleiche Burger. Das schmeckt einfach lecker, das ist geil. Das hat gewisse Einzigartigkeit. Habe ich so auch noch nicht oft gegessen. Schöner Knack noch vom Salat, würde ich eine 7,6 geben. Starkes Ding, aber das Fleisch ist in dem Falle, wertet es das Produkt ab. Nicht wahrscheinlich die Qualität, sondern einfach die Art, wie es gemacht wurde. Ich glaube, wenn du jetzt einfach mal dir den Spaß machen würdest, das schaffen wir jetzt zwar nicht mehr, aber das einmal mit der Hand reinhauen würdest, dann wird das eine deutlich bessere Wertung geben und das ist selten bei mir. Das kann ich mir gut vorstellen, dann bin ich auf deiner Seite. Mhm. Ich würde sagen, wir versuchen nochmal das Philly Cheese Steak. Das machen. Geil. Mega, das sieht top aus. Klasse. Ja, wunderbar. Ich danke dir. Perfekt. Sieht ganz wild aus. Ganz zarter Biss vom Fleisch. Ich habe mich gewundert eben, habe auf einen Champignon gebissen und ich wusste jetzt nicht, war das Fleisch, war das Champignon oder beziehungsweise ich habe auch beides gleichzeitig drauf gebissen. Sehr weich, sehr zart. Das jetzt mit Köln, Vergleich mit einem Bang Bang, so ein Hype-Laden aus Köln, haben alle YouTuber gemacht. Das muss früher besser gewesen sein. Weil als ich da war das Katastrophe, wirklich. Das hier ist schon mal was. Starkes Ding. Wenn ich jetzt mal so die Aussage für diesen Laden nicht, wird mit Sicherheit nicht über so sein. Wenn man an Fleischer denkt, denkt man immer an Qualität. Wenn man dann noch was zu essen bestellt, denke ich auch erstmal an Quali-Essen. Und das unterstreicht sich hier. Super Zutaten, kein Müllkäse, kein Müllfleisch, alles sauber. Du schmeckst den Pfeffer raus, die Zutaten schmecken, wie sie schmecken sollen. Fleisch nach Fleisch, Käse nach Käse, Brot nach Brot. Eine wunderbare Kombi. Schöne Jalapenos, da ist jetzt Geschmacksexplosion am Start. Gerade noch an der Grenze, bevor es zu krass wird, zu salzig, aber noch im guten Bereich. Das ist eine Schlacht hier. Geiles Ding. Ich bin jetzt langsam im Philly Cheese Steak Game drin. Ich habe meine anderen Bewertungen noch im Kopf. Also muss ich die nachgucken, das schaffe ich gerade nicht, weil ich etwas im Zeitdruck bin. Ich sende euch hier die Bewertung ein und mache mal jetzt ein grundsätzliches Ranking für Philly Cheese Steak, um das alles mal einzuordnen, weil das ist ein Game, da will ich tiefer rein und das bockt. Und dann geht's jetzt zur Runde 4, das Wagyu Steak. Also ich muss sagen, ich habe jetzt viel hier durchgetestet. Ich habe gerade die Aussage getroffen, wenn man an Fleischer denkt, denkt man immer an Qualität. Leider heutzutage ist das aber nicht mehr der Standard, sondern oft liefern die Müll ab. Aber was ihr hier abliefert, das ist gutes Essen, muss man so sagen. Ja, stark. Sehr gerne. Wenn man das hier isst, kommt das rüber, wie man es ich auch noch als Junge, wenn du ein kleiner Junge bist,
denkst zum Fleisch und da kriegst du immer das Heftigste. Schön. Ja, und, ja, ehrlich, habe ich gesehen, ne? Ja, krieg Gänsehaut. Oh, krass. Ja, so was immer ganz gerne, ja. Weil dann doch irgendwo das Lob einen weiter motiviert zum Ganzen und das nimmt vielleicht doch noch mal ein bisschen besser zu machen als das andere. Ist so, das ist gut, wirklich, Falk, weil du isst hier und es kommt das rüber, was du noch so eigentlich im Urkopf hast und so, wie es sein soll, dass du beim Fleisch was Gutes kriegst. Und hier ist es, Fleisch schmeckt nach Fleisch, Käse schmeckt nach Käse, nicht irgendein Schmarrn, sondern alles schmeckt einfach qualitativ gut. Ganz lieben Dank. Ja, sehr gerne. Dann nehmen wir noch mal das Wagyu Beef. Wenn das jetzt reinscheißt, aber nicht so schlimm, ne? Wenn du jetzt denkst, oder kommt her, macht ein Video, traut sich nicht zu sagen, dass das scheiße ist. Ich habe alles schon gebracht. Ja, mach mir keine Sorgen, ich habe mich gerade draußen informiert. Ich kannte dich ja zuvor gar nicht. Ja. Für mich ist das heute das erste Mal, dass ich so von deinem Namen oder von dir höre. Ja. Ich habe mir kurz in meiner Zigarettenpause da draußen mal kurz ein paar Videos von dir angeschaut. Ah, okay. Ich habe schon gesehen, in welchem Umfang du da agierst. Ja. Und ja. Auch, dass du da sehr ehrlich bist und sehr offen bist. Immer. Ja, und das finde ich gut. Vielleicht kannst du dann ja, Falk, so als kleine Überraschung, machst du 2 Teller fertig, einen schneidest du auch auf und dann überraschst du gleich einen Gast und fragst mal kurz, ob jemand vielleicht ein 80, 90 Euro Stück Fleisch genießen möchte. Ja, selbstverständlich, gerne. Und wenn keiner möchte, isst du das. Ja, es ist sehr sättigend, muss ich dazu sagen. Auch ja, reichen durchschnittlich für den Autonormalverbraucher zwischen 150 und 200 Gramm. Das ist schon sehr, sehr gut. Ja. Und jetzt sind wir gerade bei 504 Gramm. Ja, das hätte ich auch so nicht genommen, aber ich dachte mir, ich kann kein halbes nehmen jetzt. Hättest du gekonnt. Hätte ich gekonnt? Wenn du kommst, könntest du auch immer noch, wenn du möchtest. Dann nehme ich ein halbes, weil das langt vollkommen. Ja, machen wir das so. Du bist Verkäufer und Fleischer gleichzeitig, merkt man. Vertriebler durch und durch. Würdest du meine Aussage unterstreichen? Ich sage, es macht was aus, wenn man nicht das normale Natriumchlorid-Salz nimmt, sondern vernünftiges Salz. Definitiv, weil A ist ja das Meersalz wesentlich besser zur Aufnahme von Wasser für sich selber, für deinen Körper. Ne? Mhm. Und B ist es geschmacklich ja auch so, dass es milder ist als jodiertes Salz und du auch mehr Salz nehmen kannst im Ganzen und es ja. Einfach leckerer ist. Es ist nicht so bissig. Es ist einfach lieblich, das ist gut, das ist nicht dieses Ekelsalz und das hat es geschmeckt. Genau. Wunderbar, genau 100 Sekunden sehe ich hier gerade. Da ist das gute Stück. Ich habe vorher das Fett gesehen, wie viel Fett da drin ist. Das war unglaublich. Blende mal noch mal ein für mich. Da ist so viel Fett, das war so geil, sah das aus, die Marmorierung. Und jetzt kommt Falk mit seinem Messer hier. Ja, so will ich das sehen. Wenn jemand noch mal servieren möchtest davon, sehr gerne, so zur Verköstigung. Ich würde jetzt noch einmal Salz übergeben wollen. Ja, der Rest könnte für den Kunden. Er lässt jetzt verköstigen hier von mir. Ja. Jeder ein Stückchen auf dem Teller, das freut mich auch. Ja, kann man probieren. Lasst euch schmecken. Ja, das freut mich. So, und jetzt dürfen wir selber auch mal verköstigen. Ist einfach außer Hand. Ja, schon geil. Ich liebe das Fett von so einem Fleisch. Manche legen das ja weg, auch beim Ribeye. Das muss, Leute. Das ist Sünde. Das ist halt so durchzogen vom Fett. Ja, das Gefühl, jeder bist so wie beim Ribeye, das Fett. So weich, so lecker. Das ist ultra stark. Da kann ich wirklich nur jedem empfehlen, ob hier oder woanders. So ein Stück Fleisch muss jeder mal verköstigt haben. Einfach weil es anders ist. Wirklich anders vom Geschmack, anders vom Biss. Einfach weich, es zerläuft. Der Biss ist anders. Es ist nicht zu vergleichen mit normalem Steak. Sieht man an der Marmorierung, kann man sich natürlich vorstellen, aber wenn man es isst, weiß man, was einen erwartet. So muss Fleisch schmecken. Oh, wild. In dem Sinne, wie ich am Anfang vom Video schon gesagt habe, lasst mich gerne wissen, ob ihr sowas auch auf dem Hauptkanal sehen wollt. Habe ich jetzt mal gemacht, weil ich einfach finde, mehr Abwechslung ist geil. Warum immer das Gleiche bringen? Sowas finde ich sehr interessant, sehr abwechslungsreich halt. Einfach mal was anderes. Lasst mich wissen mit einem Daumen oben und einem Kommentar. Wenn euch das gefallen hat, dann sage ich bis zum nächsten Mal.